Ja, moin, liebe Sportsfreunde. Es ist wieder soweit. Wir machen heute mal wieder ein schönes Video bei Sonnenschein auf meinem Kanal Frank Oistholz. Ein schönes Video für die Samsetours-Kollektion. Und zwar machen wir heute aber mal was ganz Besonderes. Nicht mit dem Nissan ENV 200, weil es geht nur bis da hinten auf den Berg. Und dafür habe ich dann die anderen beiden hier mitgebracht. Mit dem machen wir dann eine schöne Tour, wie gesagt, da hinten auf dem Berg. Man kann es noch gerade sehen, hier auf den Dürrit. Und was es damit auf sich hat, seht ihr nach dem Intro. Ich würde sagen, wir gehen mal los, ne? Komm. Normalerweise mache ich die Tour mit dem Fahrrad, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Weil ihr seht, der Kleine hier, der reißt nämlich ganz schön rund. Gut, wir melden uns gleich wieder, weil das dauert ein bisschen was, bis wir da sind. Vom Dürrit. Bis gleich. Boah. So, kleiner Zwischenbericht. Es war die richtige Entscheidung, wie ihr sehen könnt, an der Straße. Und lieber zu Fuß, wie mit dem Fahrrad auf der Schnauze liegen. Aber ich weiß, das wollt ihr ja sehen, ne? So. Da oben geht's hin. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Gleich am Fuße des Dürrit kommt mehr. So, da ist er noch mal in seiner ganzen Pracht, der Dürrit. Da vorne sind die Bunkeranlagen. Und da oben ist die Aussichtsplattform, wie sie so schön in den Geschichtsbüchern steht. Was es damit auf sich hat, sehen wir gleich. Ja Leute, so sieht's aus. Und da kraxeln wir jetzt hoch. Ich freue mich. Gucken, ob das meine Lunge schon wieder mitmacht. Und ein bisschen Sonne könnten wir gebrauchen. Und los, ihr beiden. Komm, hier lang. Komm. So, komm. So, da kann man sehen, den Eingang, viereckigen Betonbau, die Einzäunung ist noch da, zumindest die Pöhle stehen noch. Und jetzt geht's hier hoch. Kommt da. Gut, dass ich zwei habe, die mich hier hochziehen. Mal gucken. Ja. Da kann man sehen.
Aber ich hoffe, das geht so ein bisschen mit dem Wind und mit meinem Gejappe. Ich habe extra den Puschel festgemacht mit dem Jummiband. So. Da oben seht ihr schon mal Picknicktisch. Und hier geht's weiter. Weil man muss ja auch mal auf Toilette. Und das Toilettenhäuschen steht noch so ein bisschen. Wenn man das mal so sieht, die hatten gar nicht mal so eine schlechte Aussicht, ne? Robot Heinz, das wäre ja auch mal was für deinen Vlog mit Lost Places. Macht der Robot Heinz nämlich auch auf seinen Videos. Richtig klasse Geschichte. Nur ich weiß nicht, ob er auch so außer Atem kommt dann. Wir gehen immer weiter nach oben. Es ist noch nicht geschafft. So, Kinas, dann los. Den Kanal von Robot Heinz kann ich euch mal verlinken. Wie gesagt, super Videos. Lost Places. Aber hier geht es ja um Aussichtstürme oder Aussichtspunkte mit euren Familien auf Samsö, Picknicken etc. Und dann haben wir Tisch Nummer 1. Wie gesagt, auch wieder eine super Aussicht. So, wenn ihr ganz genau hinguckt, könnt ihr unser Haus nicht sehen. Das ist da hinten hinter. Zeige ich euch gleich. Da müssen wir noch ein Stückchen höher. Weil hier sind die nächsten aus. Picknickplätze. Da vorne ist einer. Von da kann man unser Haus sogar sehen. Aber wir gehen nach ganz oben. So, das war also früher auch schon ein beliebter Aussichtspunkt. Hier wurden Versammlungen abgehalten und so weiter und so fort. So, gehen wir mal hier vorne auf der Ecke. Da seht ihr den anderen Picknickplatz. Und da hinten, wollen wir mal Display anmachen, dass ich was sehe, was ihr auch seht. Da hinten ist unser Haus. Also wie ihr seht, nicht so weit weg vom Wasser. Da liegt auch gerade die Fähre. Da ist die Fähre. Hunde ziehen. Hey Lotte, komm. Ich habe eindeutig zu wenig Hände oder Arme. So, hier wird nochmal geflaggt. An Feiertagen gibt es extra Personal, die das machen. So, ein herrlicher Platz hier. Einmal Rundumsicht. Ja, und das scheint man früher auch gewusst zu haben. Und deswegen gibt es dann hier dieses Fundament. Komm her. Mit den 4 Bolzen. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Da ist ein Bolzen noch so eingegraben. Dann hier noch ein extra Räumchen. Ja, und die Bäume gab es ja damals nicht, ne? Die sind ja noch nicht so alt. Und da hat man dann eine schöne Aussicht ans Westufer. Selbigbucht, und ihr seht da hinten eventuell die Fähre, die nach Aarhus hingeht. Also man kann auch da rüber gucken ans Ostufer. Schon enorm die Aussicht hier. So, wir gehen jetzt weiter, wir gehen jetzt über die Wiese zurück.
Komm. Lotte hat sich schon wieder eingegraben hier. Nächster Picknickplatz, den favorisiere ich ja, weil man von hier aus unser Haus sehen kann. So. Komm, hopp. Wart, hopp. Hopp. Fein. Rico, komm. Komm her. Hopp. Komm. Komm her, Rico. Hopp. Ne? So. Ihr kriegt ja immer eure Belohnung, ne? Da ist es. Ja, das soll es von hier aus gewesen sein. Ihr könnt ja mal hier hochkommen, wenn es nicht so kalt ist. Also hier weht das ganz schön mächtig. Und im Sommer ist das herrlich. Wie gesagt, kann man hier Picknick grillen etc. Man muss nur alles hochschlüren. Ja, so viel zum Dürit. Könnt ihr mal bei Wikipedia bei Dürit gucken, weil was soll ich euch die ganze Geschichte erzählen? Hört mir sowieso keiner zu. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und die nächsten Tage gibt es wieder was Neues. Und dann sehen wir mal weiter. Lasst euch noch ein bisschen die Aussicht genießen hier und dann war's das. Dann gehen wir wieder zurück. Von hier aus noch eine kleine Nachlese. Könnt ihr mal auch noch mal hier so gucken. Da hinten könnt ihr die Besserkirche sehen. Unsbergkirche. Da hinten ist Nordby. Und wir gehen jetzt hier runter